Das heutige Evangelium hat so zwei Teile. Der zweite ist ein bisschen martialisch und den kann man auch sehr leicht missverstehen. Aber wenn man den ersten kapiert hat, versteht man den zweiten Teil auch ohne weiteres richtig. Und deswegen möchte ich mich mit dem ersten Teil beschäftigen. Noch dazu ist es eine Geschichte und ich mag Geschichten. Zu Jesus kommt Johannes und berichtet, da gibt es irgendeinen Typen oder mehrere Typen, die im Namen Jesu Dämonen austreiben. Und er ist verärgert darüber und bittet Jesus, du solltest ihm das verbieten. Das geht ja gar nicht. Kannst dich fragen, was denn Johannes angetrieben hat? So, ich vermute, das waren zwei Dinge. Das erste war vielleicht die Sorge darum, dass nichts Schlechtes passiert im Namen Jesu, dass sie Jesus nicht mit etwas Schlechtem in Verbindung bringen, dass nicht ein Heiler da unterwegs ist, der Dinge tut, sich auf Jesus beruft und dann Geld dafür kassiert oder sonst was. Vielleicht war das die Sorge des Johannes. Aber ich glaube, das Erste, was ihn angetrieben hat, war eigentlich Eifersucht und Enttäuschtsein. Wenn man das Evangelium liest, gibt es auch eine Stelle, wo die Jünger zu Jesus kommen und sagen, Jesus, wir haben versucht, Dämonen in deinem Namen auszutreiben, geht aber nicht. So erfolgreich waren die Jünger auch nicht immer. Und vielleicht mit dieser Erfahrung im Herzen sieht Johannes den einen, der mit Jesus eigentlich nichts zu tun hat, sondern nur diese Dämonen im Namen Jesu austreibt. Ja, und dann steigt in ihm etwas auf. Da ist er verletzt. Und aus dieser Verletztheit heraus bittet er Jesus, du verbiete ihm. Das sollte nicht sein. Und wenn du auf dein Leben schaust, wirst du massenhaft solche Situationen entdecken. Warum ich das weiß, weil ich nicht anders bin als du. Ich kenne das aus eigenem Leben. Es ist sehr einfach, Dinge an den Pranger zu stellen, die nicht richtig sind. Und mag sein, dass du recht hast. Bringt meistens aber nicht besonders viel. Ich habe das in meiner Arbeit gelernt, jetzt das letzte Jahr. Ich komme viel rum zu verschiedenen Leuten und ich schaue mir Dinge an und versuche ein bisschen Feedback zu geben. Und sicher gibt es Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen. Und die bringe ich auch zur Sprache. Aber ich habe gelernt, dass man ein bisschen Honig ums Maul zuerst schmieren muss, damit die Kritik ankommt. Du musst zuerst dem einen auf die Schulter klopfen und ihm sagen, du hast es super gemacht, du machst einen tollen Job. Kannst du vielleicht da schauen, weil da habe ich den Eindruck, das gibt es noch Luft nach oben. Und wenn du das Neue Testament liest, wirst darauf kommen, dass es die Pädagogik Gottes ist, so zu handeln. Das Gute im anderen zu entdecken, es hervorzuheben und zur Schau zu stellen. Warum das so wichtig ist? Weil das unsere Berufung als Christen ist. Nicht die Welt zu erlösen, sie zu retten, das hat Jesus getan, da brauchst du dich nicht kümmern. Das ist schon geschehen. Unser aller Job ist es, das Evangelium zu verkünden und du kannst es wirksam nur so verkünden und nicht anders. Und wie oft muss ich das sehen und wie oft bin ich auch manchmal auch so, dass man einfach Dinge an den Pranger stellt. Wenn jemand etwas falsch gemacht hat, kommt oft in der Kirche, das zur Schau zu stellen. Ja, manchmal ist es auch gut, wenn man zum Beispiel sich
den Umgang mit Missbrauch anschaut, das ist nicht schlecht, das zur Sprache zu bringen. Weil sowas sollte es nicht geben, gibt's aber oder gab's zumindest. Das an den zur Schau zu stellen ist wichtig, zu sagen, so geht's nicht. Aber wenn du dann Menschen hast, die irgendetwas echt Schlimmes in ihrem Leben angestellt haben, das bringt nichts, ihn zur Schau zu stellen. So wirst du die Liebe Gottes ihm nicht zeigen können. So wirst du nur den anderen fertig machen. Und ich bin froh, dass ich jetzt seit 4 Jahren in dieser Diözese auch lebe und tätig bin. Wir haben einen einfach genialen Bischof, der genau diesen Weg Jesu geht. Und wenn ihr euch Bischof Christoph anhört, der ist nicht dumm, der weiß, dass er Fehler macht und er steht dazu. Er weiß, dass nicht alles, was er an Entscheidungen getroffen hat, gute Entscheidungen waren. Der Mann ist schon gut über 70, also ein bisschen Weisheit im Leben hat er. Und ich war jetzt 3 Tage in Wien, im Stephansdom bei der Diözesanversammlung, weil mich die Brüder von unserem Haus dort geschickt haben, wo man gedacht hat, wohin die Diözese weitergeht. Und für viele war es eine kleine Enttäuschung, weil der Bischof ist nicht gekommen und hat gesagt, das funktioniert bei uns nicht, das müssen wir ändern. Es wird in 5 Jahren so aussehen, die Pfarren werden zusammengelegt und so weiter und so fort. Was hat der Bischof mit dem Team gemacht, das das Ganze vorbereitet hat? Er hat versucht, die Delegierten, die gekommen sind, im Glauben zu stärken und zu sagen, das, was ihr tut, kann sein, dass ihr Fehler macht. Aber Gott sei Dank tut ihr das. Und das ist das, was man für die persönliche Nachfolge mitnehmen sollte. Warum ich Bischof Christoph jetzt so in den Vordergrund stelle, weil das ist die Aufgabe des Bischofs, der Erste im Glauben in der Diözese zu sein. Und ich bin davon überzeugt, dass er das ist in unserer Diözese. Vielleicht ist er nicht der Heiligste, nicht der Weiseste in der ganzen Diözese, aber er versucht voranzuschreiten, Christus ähnlich zu werden. Und stellt es auch zur Schau, und das ist seine Aufgabe. Und für uns ist es notwendig, sich immer wieder aufs Neue zu bekehren. Dazu, dass Gott jeden dazu ruft, das Gute hervorzuheben. Das heißt nicht, dass man wegschauen soll. Das ist damit nicht gemeint. Aber immer das Gute hervorzuheben. Weil das ist das, was Jesus tut. Und wenn du Christus nachfolgen willst, mach das, was er gemacht hat. Und sicher, wenn es Dinge gibt, die geändert werden müssen, die falsch laufen, sprich es an. Aber das ist nicht die erste Aufgabe. Aber das betrifft das Herz, dein Herz vor allem. Wie tickt es? Das war sozusagen ein Motto von dieser Diözesanversammlung, den Herzschlag anpassen. Meinen eigenen Herzschlag an den Herzschlag Gottes anpassen. Und wenn dir das gelingen soll, musst du so leben wie Jesus. Und gib dich nicht mit irgendetwas zufrieden, dass du ein bisschen wie Jesus wirst. Du wirst nie wie er werden, keine Frage. Aber das Ziel sollte schon vor Augen sein. Keine Mittelmäßigkeit mehr in der Kirche. Die Mittelmäßigkeit führt zu Dingen wie Missbrauch, Missstände in der Kirche und andere schlimme Dinge in der Welt. Dazu führt Mittelmäßigkeit in der Nachfolge. Und ich lade dich dazu ein, schau dir Jesus an, wie er ist.
dass er sich nicht mit halben Sachen zufrieden gibt. Er könnte seinen Jüngern auch den Kopf waschen und sagen, du, was erlaubst du dir eigentlich? Zu Johannes, seinem geliebten Jünger, könnte das sagen. Aber er nimmt sich Zeit und zeigt ihm, was wichtig ist. Und dann kommt diese Rede vom Dinge abschneiden, die nicht ins Reich Gottes gehören, aber erst danach. Ich lade dich dazu ein. Versuch vielleicht diese Woche, so wie Jesus zu handeln. In deiner Familie, in deinem Freundeskreis, am Arbeitsplatz. Versuch eine Woche lang oder einen Tag lang über die kleinen, störenden, nervenden, auf den Wecker gehenden Dinge, die die anderen tun, hinweg. Schau hinweg. Und versuche das Gute zu sehen. Und du wirst einen Blick bekommen, der wirklich vieles verändert. Und du wirst in dir auch eine Güte entdecken, die du nicht vermutest, dass sie in dir ist. Und das ist etwas, was von Gott kommt. Diese Güte, die in dir ist, krame sie hervor. Lass sie wachsen. Gib dich nicht damit zufrieden, dass dich Dinge nerven, sondern hebe das Gute hervor. Weil davon gibt es zu wenig in der Welt. Und wenn wir Christen das nicht tun, wer dann? Wer dann? Diese Einladung, die Gott hier ausspricht, zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Und weißt du, warum wir dazu berufen sind, Gutes hervorzuheben? Steht ganz am Anfang der Bibel, weil Gott uns als etwas Gutes erschaffen hat. Er hat den Menschen geschaffen und hat gesagt, das ist ja sehr gut. Das ist in unserem Herzen hineingeschrieben. Und lass es nicht von anderen Dingen überdecken. Lass es nicht zu.